und das, was ich gewissen Menschen angetan habe, würde ich nicht nochmal tun. Im Anwalt geklärt wird. Aufgrund dessen, dass Herr Milan am Samstag bei mir gewesen ist und das hat zeitlich und alles einfach nicht funktioniert und deswegen habe ich das dann verschieben müssen. Ich finde es einfach so unglaublich, solche Geschichten hier zu erzählen. Die beiden Influencer Jennifer und ihr Ex Matthias streiten sich eigentlich um nichts. Im Anwalt geklärt wird. Und trotzdem wird ein Anwalt eingeschaltet. Das sind die Fakten und meine Meinung. Leute, wo wir jetzt hier gerade beim Quatschen sind, das habe ich nämlich ganz vergessen zu erzählen, weil ganz viele mich auch nämlich gefragt hatten und da bin ich euch eine Rechenschaft schuldig, bzw. eine Antwort schuldig. Was stimmt mit diesen Influencern nicht? Meinen Wildfremden eine Rechenschaft über ihr Leben und ihre Termine schuldig zu sein? Oder fragen sie, ob man sich ein alkoholisches Getränk genehmigen soll oder nicht? Und jetzt dürft ihr mal abstimmen. Ich habe heute Kinder frei. Soll ich heute trinken? Ja oder nein? Ihr könnt gerne mal abstimmen. Am Samstag wäre ja eigentlich mein Vorsprechen gewesen zur Bewerbung, in Anführungszeichen, zum Schauspielstudium, was ich euch erzählt hatte. Das musste ich leider verschieben. Und jetzt die Begründung, die den Einsatz eines Anwalts erforderte. Attenzione, attenzione. Aufgrund dessen, dass Herr Milan am Samstag bei mir gewesen ist. Also, sein Sohn war bei ihm. Punkt. Keine Drogenmafia, keine Alienentführung. Nein, doch. Sein Sohn und der Termin lagen halt auf demselben Tag. Und das führte dann zu Social Media Hate. Und einem lachenden Anwalt, der sich jetzt Geld einstreichen darf. Im Anwalt geklärt wird. Leute, hat diese Welt kurz vorm Umweltkatastrophenkollaps keine anderen Probleme? Sind die Gerichte nicht überladen genug mit Mordanträgen, Mordprozessen oder irgendwas richtig Schlimmem? Und das hat zeitlich und alles einfach nicht funktioniert und deswegen habe ich das dann verschieben müssen, beziehungsweise sage ich euch dann, sobald ich den neuen Termin habe und ich hätte es euch, also ihr könnt davon ausgehen, wenn ich da gewesen bin oder da gewesen wäre, dann werde ich euch das natürlich vorab erzählen und auch danach dann erzählen, wie alles gewesen ist und so, ist ja ganz, ganz klar. Da bin ich aber beruhigt. Ich hätte sonst gar nicht einschlafen können, mein Gott. Betäub mich. Also, Jennifer hat sich tierisch betrunken. Und er seinen Termin an der Schauspielschule nicht wahrgenommen. Aber am Samstag hat es leider eben aus dem Grund nicht stattgefunden. Eigentlich keine Nachricht wert. Doch diese beiden Laiendarsteller mit dem Influencer machen das zu einem Thema. Im Anwalt geklärt wird. Und dabei schienen sie doch letzte Woche noch vom Alkohol beseelt, so weise. Muss man manchmal auch fernab von den Online-Geschichten offline im Leben klarkommen. Ihr besagtes Besäufnis, was ich ihr von Herz und Leber gönne, wurde dann zum Anstoß einiger oder mehrerer böser Hate-Nachrichten. Wieso erwähnst du nicht, dass er sogar sein Schauspielvorsprechen, was in meinen Augen auch eine hohe Priorität hat, verschoben hat, um auf Milan aufzupassen, damit du ein Trinken gehen kannst? Erwähnst du natürlich nicht. Lächerlich, ehrlich. Stell dir mal vor, ihr wärt nicht im öffentlichen Leben. Dann wäre das Vorsprechen für Studium vielleicht ein Jobangebot und Vorstellungsgespräch gewesen. Was wäre in dem Moment wichtiger? Aber auch ihr Ex Matthias kriegt sein Social Media Fett weg. Ich krieg jetzt gerade schon wieder Nachrichten von euch, ja, in meinen DMs. Du hast ja gewusst, dass Milan kommt. Warum legst du dir denn einen Termin so von wegen untertönig schon wieder, ich bin ein schlechter Vater oder sonst irgendwas, was ja die letzten Tage sehr, sehr krass auf mich einprasselt. Ich weiß, was ich mache, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie sehr ich meinen Sohn liebe, ich weiß, dass ich alles für ihn tun würde. Punkt, aus, Ende. Aber mal eine ganz kurze Frage am Rande an euch. Kennt irgendjemand mich, habt ihr irgendjemand von euch schon mal eine Sekunde mit mir privat verbracht und kann einschätzen, ob ich ein guter Vater bin, ein guter Mensch bin, ein schlechter Vater bin oder ein schlechter Mensch bin? Nein. Keiner. Haben wir schon mal irgendjemand von euch mit mir ein Wort gewechselt privat? Nein. Das Einzige, was ihr wisst oder wie ihr mich kennt, ist das hier, was ich hier euch zeige. Ja? Und mehr nicht. Das bedeutet aber nicht, dass ihr mich als Mensch oder als Vater kennt. Und er heult sich noch weiter aus. Ja, wer von der Öffentlichkeit leben will, muss auch die Nebenwirkungen in Kauf nehmen, Schätzelein. Das ist richtig. Das andere, Leute, sind Geschichten, die einfach
erzählt werden, die man hört, die man liest über mich, die in der Presse geschrieben werden. Und wenn die Presse schreibt, dann wird vielleicht auch mal was anders interpretiert, beziehungsweise umgedreht, damit es einen kleinen Clickbait gibt oder sonst irgendwas. Aber das ist auch vollkommen okay. Ich stehe in der Öffentlichkeit, das gehört zu meinem Berufsleben dazu. Alles easy. Ich sag jetzt noch mal eine Sache. Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht, ja. Und ich war vielleicht nicht immer der beste Freund, den man sich hätte wünschen wollen, ja. Oder den man sich hätte vorstellen können. Das stimmt. Aber ich bin in den letzten Jahren als Mensch und als Mann wirklich gereift und ich bin erwachsener geworden. Und ich war früher ein Kind und ich habe Fehler gemacht und das tut mir auch bis heute noch leid. Aber das Wichtigste ist, Leute, dass man aus seinen Fehlern lernt. Ja, und das habe ich gemacht und das, was ich gewissen Menschen angetan habe, würde ich nicht nochmal tun. Und das kann man mir glauben oder nicht und man kann meine Veränderung, die gerade irgendwie so negativ angesehen wird, weil ich einen neuen Partner habe, was ich überhaupt nicht verstehe, aber auch okay, kann man so sehen oder kann man sehen, wie man möchte, das wollte ich noch sagen, und man kann es sowieso auch nie allen recht machen. Jetzt Jennifers Begründung für das Einschalten ihres Anwalts. So, meine Lieben, ich werde jetzt nicht viel dazu sagen, weil es auch eine Sache ist, die ja einfach privat ist und auch mit dem Anwalt geklärt wird, und deswegen muss ich mich zurückhalten und ich will mich auch zurückhalten, aber ich möchte hier eine Sache klarstellen. Ich persönlich und auch mein Sohn, wir legen niemanden Steine in den Weg, um irgendwelche Vorsprechen zu machen oder sich beruflich weiterzuentwickeln oder irgendetwas dergleichen. Ja, also es würde mir ja niemals in den Sinn kommen, sowas zu tun. Und deswegen habe ich auch heute Morgen diese Story gemacht mit dem Nageltermin um 12 Uhr. Einfach damit ihr wisst, dass ich überhaupt gar nicht damit nichts zu tun habe und auch Milan damit nichts zu tun habe, dass hier jemand ein Vorsprechen verpasst hat, ist weder die Schuld von mir noch die Schuld von meinem Sohn. Und das möchte ich klarstellen. Ich finde es einfach so unglaublich, solche Geschichten hier zu erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach irgendwie unterschwellig so die Schuld an jemanden irgendwie wieder weiterzugeben. Das ist ja eine Straftat. Und sich nicht einfach selbst einzugestehen, hey, ich habe es vielleicht nicht geschafft oder was weiß ich, keine Ahnung was, ja. Man weiß das ja auch vorher, dass man ein Vorsprechen hat. Ja, ich selber weiß das ja auch. Ja, und das finde ich einfach, also da fehlen mir wirklich die Worte für das. Aber ich werde nicht hier den Sündenbock mir geben und werde nicht das auf mich abwälzen lassen, dass Leute denken, ich würde das irgendwie verhindern, dass er seine Karriere macht oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, meine Lieben. Wie gesagt, Milan ist alle 2 Wochen dort und sonst ist er bei mir. Also, es gibt genug Zeit, seine Karriere zu machen. Das Vorsprechen war um 10. Er war um 12.15 Uhr da, um Milan abzuholen. So, das ist die Wahrheit. Ich habe euch jetzt einfach mal die Wahrheit gesagt. Macht damit, was ihr wollt. Ich habe auch keinen Bock, mich über Instagram zu streiten oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich habe meinen Anwalt. Der regelt das alles für mich. Und ja, ich wollte es aber einmal jetzt gesagt haben, weil mir das einfach tierisch auf die Nerven geht und ich kein Sündenbock bin. Genauso wie er sich in noch 2 weiteren Stories über das ganze Thema aufgeregt hat. Leute, ich weiß nicht, wie ich es verdammt nochmal erklären soll, damit das auch alle Personen verstehen. Wie soll ich es machen? Ich möchte einfach, dass jeder weiß, dass ich nicht damit mit der Story heute Morgen meinte, dass Milan zu mir gekommen ist und ich deswegen das Vorsprechen nicht wahrnehmen konnte. Nicht im negativen Sinne, sondern einfach nur, und ich will auch nicht, dass irgendjemanden schreibt, dass mir berufliche Steine in den Weg gelegt werden oder sonst was. Will ich nicht. Bitte hört damit auf. Ich möchte das nicht. Ihr habt mich einfach gefragt. Ihr habt mich gefragt, Matze, wie war dein Vorsprechen am Samstag? Und ich sage, dass ich am Samstag kein Vorsprechen hatte, weil Milan bei mir gewesen ist. Schiebt auch Jennifer noch was hinterher. So, und an die jetzt schreiben, er hat gesagt, ja, du hast gar keine Schuld und Milan hat auch keine Schuld. Er hat heute Morgen gesagt, und das ist ein Fakt, er hat heute Morgen gesagt, er konnte nicht zum Vorsprechen, weil Milan da war. Und Fakt ist auch, dass das einfach nicht stimmt. Und das habe ich jetzt einfach klargestellt, weil es einfach für mich nicht geht, dass mich dann Leute angreifen und ich glaube gar nicht, in was ich schon alles angegriffen worden bin, wo ich einfach wirklich mir so denke, so wow, aber ich habe immer die Klappe gehalten, aber das geht halt so weit, weil da geht es ja wirklich um eine berufliche Zukunft und Weiterentwicklung und so, und das ist einfach ein harter Tobak, ja, wenn da einem dann unterstellt wird, dass ja, ich das irgendwie verhindern würde oder Steine in den Weg legen würde, und ja, deswegen musste ich das jetzt einfach kurz mal mit euch klären. Ja, die beiden wissen halt, wie man aus nichts einen großen Zirkus macht. Das ist richtig schwer. Warum? Mann, das wollte ich doch gar nicht erreichen.